Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es einen Guide zu dem Raid Crotas Ende. Wir schauen uns an, wie die einzelnen Mechaniken funktionieren, wo die versteckten Truhen sind und wie man eine extra Truhe aktivieren kann, um garantiert eine rot umrandete Waffe zu kriegen. Das Ganze gehen wir hier Schritt für Schritt durch. Um den Raid zu starten, müsst ihr auf Legenden, da könnt ihr dann Crotas Ende auswählen und das am besten natürlich im Einsatztrupp. Wenn ihr hier hinfliegt, dann lernt ihr auch direkt am Anfang die wichtige Mechanik, die sich durch den ganzen Raid zieht. Hier könnt ihr den Kelch des Lichts aufsammeln und dann seht ihr links, wir haben den Buff Kelch des Lichts, der lädt langsam auf. Wenn der voll aufgeladen ist, kann ein anderer Mitspieler den abnehmen und dann kriege ich einen Lichtbuff, den ich hier in der Mitte einsetzen kann, um die Eingangsphase zu starten. Das Ganze zeige ich im Einsatztrupp, damit man einen Überblick hat, wie das funktioniert. Mein Mitspieler Parzi hat den jetzt aufgenommen, den Kelch des Lichts, und wenn der Timer durch ist und der ist aufgeladen, dann sagt er mir, hey, nimm mir den ab, dann kriegt er den Buff und kann die Brücke hier aktivieren. Wichtig, wenn der Buff Kelch des Lichts aufgeladen ist, dann hat man einen Debuff und innerhalb von dieser Zeit muss ein anderer Spieler diesen Kelch wegnehmen, ansonsten würde der Spieler mit dem Kelch sterben. So, ich habe von meinem Mitspieler das jetzt abgenommen, man hat es gerade gesehen, die Platte hat geleuchtet, Parzi hat das da reingeworfen und damit die Eingangsphase hier gestartet. Ihr seht jetzt, mein Kelch des Lichts geht hoch, wenn der aufgeladen ist, sage ich einem anderen Mitspieler, bitte abnehmen, dann nimmt er den ab, ich kriege einen Buff, kann den hier rein danken und dann geht die Brückenphase weiter, beziehungsweise beschleunigen das Aufladen, denn die muss man nur einmal aktivieren, dann auf der Platte stehen und mit der Zeit baut sich die Brücke dann auf. Hab's gerade reingeworfen und ihr seht, zack, die Brücke wird aufgebaut und die Eingangsphase ist gemeistert. Zusätzlich übrigens haben wir hier einen lichtleeren Debuff. Jedes Mal, wenn man nämlich den Buff des Lichtes gekriegt hat und abgegeben hat, dann kriegt man Debuff. In der Zeit könnte ich keinen neuen Kelch aufnehmen. So, man hat gerade gesehen, dass ich auf zwei Statuen geschossen habe. Davon gibt es noch eine dritte. Die drei bzw. die Zweierpärchen, drei Stück, braucht ihr, um im Raid eine Zusatztruhe zu aktivieren. Gelesen wird es von links nach rechts, das heißt, die links oben haben wir in der zweiten Phase am Anfang. Da müsst ihr gucken, welche der Statuen leuchtet, wohin sie ausgerichtet sind. Dann haben wir in der Mitte an dieser Stelle die zweiten Statuen. Das ist auch in der zweiten Phase, aber am Ende. Auch da gucken, wie die Statue ausgerichtet ist. Und dann haben wir noch die rechts unten, die seht ihr eben alle von der Brückenphase hier am Eingangsbereich aus. Da müsst ihr dann bei der vierten Phase am Anfang das Ganze aktivieren. Da müsst ihr einfach drauf gucken, wie die Statue ausgerichtet ist. Das wechselt übrigens bei jedem neuen Raid-Start. Das heißt, ich würde es aufschreiben und ganz am Ende, wenn ihr es gemeistert habt, kriegt ihr dann diese Truhe. Gut, wo die genau stehen? Das zeige ich dann natürlich nochmal in den einzelnen Phasen. Wir springen hier jetzt aber runter und kommen zu der ersten richtigen Phase, und zwar dem Abgrund. Da schauen wir uns auch an, wie die Sachen funktionieren. Zuerst aber noch, in dieser Phase gibt es eine versteckte Truhe. Wenn ihr hier vom Kelch ein bisschen nach links lauft, also eigentlich genauso wie ich mich bewege, dann habt ihr links eine Wand. Diese Wand folgt ihr komplett. Weiter vorne ist ein Stein. An dem Stein könnt ihr dann ein bisschen links nach vorne. Da seht ihr dann auch schon die Tür, wo ihr hin müsst. Und da wäre noch eine versteckte Truhe, die ihr looten könnt, um zusätzlich ja, ein bisschen Waffen und Rüstungen zu kriegen. Zudem auch Mods für diesen Raid. Wichtig zu erwähnen hier noch ist, wenn ihr diese Kiste lootet, dann können da nur Waffen und Rüstungen rausdroppen, die ihr in diesem Raid schon gekriegt habt. Lohnt sich also die Truhe erst dann zu öffnen, wenn man schon in den einzelnen Phasen ein bisschen Loot abgestaubt hat. Nun gut, schauen wir uns die erste Phase aber etwas genauer an. Auch hier haben wir wieder einen Kelch des Lichts, den können wir aufnehmen, kriegen den Timer, links Kelch des Lichts, das kennen wir ja schon, und wir haben hier Lampen und verschiedene Sachen und Debuffs. Ich mache mal Pause und erkläre die einzelnen Sachen, die jetzt links angezeigt werden. In Dunkelheit gehüllt ist ein Debuff, der runtertickt und wenn er 0 erreicht, würdet ihr als gesamtes Team scheitern bzw. sterben. Kelch des Lichts ist klar, dann haben wir Gewicht der Dunkelheit. In dem Gebiet ist es so, dass wir die ganze Zeit einen Dunkelheits-Debuff kriegen, der geht hoch und wir werden in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Um die Sachen loszuwerden, müssen wir die Lampe, die gerade vor mir ist, aktivieren mit dem Kelch des Lichtes. Das gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch.
Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist aber, dass wir hier noch eine Schale haben, wo wir den Kelch des Lichtes abgeben können. Der ist aus dem Grund wichtig, weil nicht alle Lampen aktiv sind zum Entzünden. Ich mache hier nochmal schnell Pause. Die nächste Lampe, seht ihr, die leuchtet nicht gleich wie die Lampe, wo wir jetzt hier stehen. Das ist nämlich so, dass die noch nicht aktiviert ist, um sie dann zu entzünden. Dafür müsst ihr den Kelch des Lichtes einmal in die Schale abgeben, ein anderer Spieler muss es wieder rausnehmen und dann geht das nächste aktiv. Beziehungsweise die nächsten paar Lampen sind immer mehrere, die man dadurch aktiviert. Schöner Nebeneffekt, wenn wir den Kelch in die Schale abgeben und wieder aufnehmen, dann wird auch der Dunkelheitsbuff einmal geresettet, das heißt ihr kriegt wieder mehr Zeit, um durch dieses Gebiet durchzurennen. Gut, weiter geht's aber, wie werde ich denn jetzt die Sachen los, beziehungsweise kann die Debuffs wieder runter ticken lassen. Indem, dass ich den Kelch einmal durchlaufen lasse, jetzt hat ein Mitspieler meinen Buff bzw. den Kelch abgenommen. Ihr seht, ich kriege den Erleuchtet-Buff und diesen Erleuchtet-Buff kann ich jetzt in die Lampe einfügen. Die Lampe geht dann aktiv, wird an, einmal wird dann in Dunkelheit gehüllt wieder geresettet, das heißt, ihr habt wieder etwa eine Minute Zeit und Gewicht der Dunkelheit, das aktuell bei 10 ist, tickt langsam wieder runter und ihr habt wieder die Möglichkeit, euch freier zu bewegen. Am besten packe ich das Ding jetzt einfach mal rein, damit man sieht, ihr seht, in Dunkelheit gehüllt geht zurück, dann kriege ich einen Debuff Lichtleere und Gewicht der Dunkelheit geht auch runter. Mein Mitspieler hat den Kelch noch in die Schale abgegeben, ein anderer Mitspieler nimmt den jetzt auf und dann geht's weiter. Kleiner wichtiger Hinweis, die Lampen explodieren nach einer bestimmten Zeit, wenn man sie entzündet hat, das heißt, ihr habt nicht unendlich Zeit, da stehen zu können. So. Und im Grunde genommen könnt ihr euch jetzt so von Lampe zu Lampe weiterarbeiten, die einen oder anderen entzünden, kriegt so immer wieder die Buffs runter, also die Debuffs runter, dass ihr wieder mehr Zeit habt, dass ihr euch freier bewegen könnt. Denkt hier immer dran, ihr kriegt natürlich, wenn ihr einmal eine Lampe entzündet habt, den lichtleeren Debuff. Das heißt, ihr könnt den Kelch in der Zeit nicht aufnehmen. Da müsst ihr immer gucken, dass ein bisschen in der Gruppe bleibt, dass immer ein Spieler da ist, der den Kelch aufnehmen kann, dass man weiterrennen kann. An der Stelle haben wir es nach einer bestimmten Zeit, wenn wir mehrfach hier durchgerannt sind, so gemacht, dass wir nicht jede einzelne Lampe entzündet haben. Wir haben auch die ein oder andere übersprungen. Man kann hier nämlich ein bisschen nachhelfen, indem dass man mit Schwertern schlägt. Man kann Arcus spielen, dann hat man einen Geschwindigkeitsbuff. Man kann auch Strand spielen, also Strang heißt es auf Deutsch. Da könnt ihr euch durchhangseln, seid auch ein bisschen bewegungsschneller, sage ich mal. Da gibt es Möglichkeiten, um das ein bisschen nach vorne zu treiben. Solar ist immer gut, um ein bisschen Heilgranaten zu kriegen. Und ansonsten empfehle ich hier ein bisschen in der Gruppe zu bleiben, dann klappt das schon. Ihr habt die Lampen natürlich aktiviert und einige Lampen sind dann natürlich wieder nicht aktiv. Das hat man gerade hier gesehen, dass die obere Lampe noch nicht aktiv war. Wir haben dann natürlich eine Schale. Es ist nämlich so, dass wenn ihr bei einer Lampe steht und zur nächsten Lampe guckt und ihr seht, okay, die ist gar noch nicht aktiviert, das heißt, man kann die noch nicht entzünden, dann habt ihr an der Stelle, wo ihr gerade steht, eine Schale, die irgendwo versteckt ist. Die müsst ihr dann ja, einmal mit dem Kelch füttern, dass die nächsten Lampen aktiv gehen. Ihr müsst auch alle Schalen aktivieren bzw. alle Lampen aktivieren, denn nur dann könnt ihr beim Ende, also bei der Brückenphase am Ende dann hier, ich zeige es nachher, wirklich auch die Brücke aufbauen. Das heißt, man muss über den ganzen Weg tatsächlich alle Schalen aktivieren. Man kann nicht einfach alles überspringen. Die Schalen müssen trotzdem aktiv gehen. Gut. Wir springen weiter. Ich glaube, die restlichen Lampen, ja, die dürfte man schon finden. Man sieht immer die nächste von der, wo man gerade steht. Hier haben wir dann die Brückenphase wie beim Eingang schon und funktioniert genau identisch. Das heißt, einer hat den Buff Kelch des Lichts, den habt ihr logischerweise mitgenommen. Wenn der dann aufgeladen ist, kriegt er den Lichtbuff und diesen Lichtbuff kann er hier in dieser Platte eingeben, damit die Brücke anfängt sich aufzubauen. Wenn das passiert ist, müsst ihr auf dieser Platte stehen bleiben. Es kommen wahnsinnig viele Feinde, die Brücke baut sich nach und nach auf. Denkt dran, es kommen auch unaufhaltsame Champions hier, das heißt, ihr braucht die Möglichkeiten, die dann zu stunnen und ansonsten einfach hier kämpfen, verteidigen und warten, bis die Brücke aufgebaut ist. Um das ein bisschen zu beschleunigen, könnt ihr natürlich Kelch des Lichts aufladen lassen, ein Mitspieler nimmt das ab, ich kann den Erleuchtet, den Lichtbuff, kann ich hier reinschmeißen und dadurch baut sich die Brücke nochmal ein bisschen schneller auf, damit könnt ihr es ein bisschen beschleunigen. Gut, ansonsten ist es einfach kämpfen, 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 verteidigen. Man sieht hier auch eben, da kommen die bösen großen Oger. Ihr müsst euch dementsprechend vorbereiten, schauen, dass ihr ein paar Super geladen habt bis hierhin. Gut, Waffen mitnehmen, damit ihr die Feinde wegmachen könnt.
und wenn die Brücke dann aufgebaut ist, könnt ihr hier durchrennen. Kleiner Hinweis noch, es reicht, wenn ein einziger Spieler über die Brücke kommt und bis ans Ende rennt, er zieht dann alle anderen Mitspieler nach. Das heißt, wenn man jetzt bei der Brückenphase ein bisschen Chaos hat, die ein oder anderen sterben oder der ein oder andere schafft es nicht über die Brücke drüber, kein Problem, es muss nur ein Spieler durch und dann habt ihr die erste Phase geschafft. Gut, und damit würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Phase, wie das hier funktioniert. Gut, bevor wir uns die Phase 2 aber komplett anschauen, zuerst ganz kurz, wir haben hier natürlich noch die Statuen versteckt, das ist ja Phase 2 am Anfang. Eine Statue bzw. ein Statuenpärchen, eine der beiden Statuen ist hier drüben. Da seht ihr, ist jetzt nach links ausgerichtet. Das ist den wir aktivieren müssen. Ich zeige das Bild nochmal schnell. Ihr seht, hier ist der rechte aktiv, aber der ist nach links ausgerichtet. Der muss aktiv gehen. Falls bei euch der andere aktiv wäre, dann habt ihr im anderen Turm unten drin den hier. Das sind die zwei, die ihr braucht für die erste Aktivierung von den drei Aktivierungen insgesamt. Nun gut, bevor ich die Strategie erkläre, hier ganz kurz, was muss man machen. Wir haben in dem Gebiet mehrere Totems, das heißt auf der Seite jeweils zwei und auf der anderen Seite zwei. Die gehen aktiv, wenn wir versuchen, die Brücke aufzubauen. Auch hier haben wir wieder eine Brücke, die wir mit dem Kelch aufbauen müssen. Das heißt, wenn da ein Spieler draufsteht und die Brücke aktiv ist, dann gehen die Totems aktiv und die müssen wir, ich nenne es mal, abkühlen, indem das ein Spieler auf der Fläche steht. Ansonsten würden die Totems nämlich das gesamte Gebiet lahmlegen und alle Spieler killen. Dementsprechend, da muss jemand platziert sein. Ansonsten auf der Platte stehen, Brücke aufbauen, mit dem Erleuchtet-Buff das Ganze aktivieren. Dann hinzu kommt noch, dass wir solche Ritter haben, die auf der Seite des Spawn-Punktes, also hier, wo wir anfangen, spawnen. Die müssen sterben, die lassen ein Schwert fallen. Mit diesem Schwert können wir auf die andere Seite laufen, und zwar nur mit diesem Schwert oder auch mit dem Kelch. Ich zeige das mal hier. Nur dann können wir rüber. Wenn man kein Schwert hat oder keinen Kelch hat, dann würde man die Brücke nicht passieren können. Das Ziel ist es, dass jeder Spieler nach und nach ein Schwert kriegt und hier rüber läuft. Dann zwei Dinge auf dieser Seite. Den Kelch kann man hier abgeben und den Schwertträger, diesen blauen Schwertträger hier, können wir nur mit dem Schwert killen, das wir auf der anderen Seite kriegen. Wenn wir das getan haben, dann können wir das Schwert hier abgeben, damit auf der Anfangsseite ein neuer Ritter spawnt und die Spieler so nach und nach rüber können. So viel eigentlich zu der Mechanik, wie das hier funktioniert. Gut, das war jetzt alles Theorie, wie die Sachen aufgebaut sind. Schauen wir uns an, wie wir das gemacht haben, beziehungsweise wie das funktioniert. Und ich zeige euch noch unsere Strategie, die wir sehr angenehm fanden. Man nimmt den Kelch auf, dann warte ich, bis der Buff aufgeladen ist, damit ein Mitspieler das dann aufnehmen kann. Das wäre jetzt hier der Fall. Mein Mitspieler nimmt das, ich kriege erleuchtet und kann damit die Brücke aktivieren, wie wir das ja schon in den Phasen davor gemacht haben, beziehungsweise Eingangsbereich und Phase 1. Nun, dann steht ein Spieler hier, ich jetzt in diesem Falle, und halte die Brücke, damit die aufgebaut wird. Ein Spieler steht auf dem rechten Totem, einer auf dem linken Totem, dass die nicht aktiv gehen, um das gesamte Team zu killen. Und wir haben es so gemacht, dass wir geschaut haben, dass auf der Anfangsseite alle Spieler den Buff kriegen, damit alle Spieler erleuchtet werden. Und der Kelchträger und der Schwertträger, die gehen schon mal rüber. Das heißt, ihr müsst das so koordinieren, dass zum Beispiel ich jetzt hier den Erleuchtet-Buff habe, hole den Schwertträger, dann schaut ihr, dass ein Spieler den Buff noch nicht hat und die anderen den Buff dann kriegen. Der letzte Spieler, der dann einen Kelch abnehmen kann, geht dann mit dem Schwertträger rüber. Sprich, ich muss jetzt hier ein bisschen warten mit dem Schwert. Wir warten, bis alle Spieler den Erleuchtet-Buff kriegen, dass eben vier Spieler hier den Buff haben, ein Spieler den Kelch abnehmen kann, einer das Schwert hat und die zwei gehen dann rüber. Warum machen wir das so? Es ist etwas einfacher, weil wir ansonsten den Kelch hier auf dieser Seite immer wieder hin und her jonglieren müssten. Man kann übrigens den Kelch auch vorher schon abnehmen, bevor man den Buff hat. Dann kriegt man keinen Debuff, das heißt, zwei Spieler könnten theoretisch den Buff die ganze Zeit hin und her schieben und so keinen Debuff kriegen, dass man den Kelch nicht wieder aufnehmen kann. Wir haben uns aber für die Strategie entschieden, dass wir zu zweit über die Brücke gehen. Das hat den Vorteil, dass ein Spieler zum Beispiel mit der Traktorkanone oder einer Blendgranate oder einem Bogen oder einer Rauchgranate den Ritter stunnen kann, also ihn betäuben kann und der Schwertträger ihn einfach killen kann. Zudem, man kann den Kelch auf dieser Seite abgeben, da muss man den nicht die ganze Zeit hin und her jonglieren.
Ihr habt gerade gesehen, mein Mitspieler hat mit der Traktorkanone den Ritter betäubt. So konnte ich den ganz einfach killen und er kann die kleinen Feinde töten, weil ich habe ja nur das Schwert dabei. Das ist auf der Seite sonst ein bisschen schwieriger. Deswegen machen wir das so, dass am Anfang schon zwei Spieler hier sind, die so zusammen das Ganze bekämpfen können und das deutlich entspannter angehen. Bei der Strategie besteht natürlich die Möglichkeit, dass jetzt am Anfang, also auf der anderen Seite der Brücke, ein Mitspieler sterben könnte, den man dann wiederbeleben müsste und der hat dann keinen Buff mehr. Wenn das passiert, keine Panik, ihr könnt den Kelch jederzeit wieder aus dieser Schale rausnehmen. Der Spieler kann dann über die Brücke zurückrennen, damit man in der Anfangsphase den Buff einem Spieler wieder geben kann. Das heißt, wenn ein Fehler passiert, man kann es mit dem Kelch wieder ausgleichen. So, dann hat mittlerweile schon ein weiterer Spieler das Schwert genommen und ist rübergekommen. Der tötet jetzt den Ritter. Ihr seht, da gibt es jetzt eine Blendgranate bzw. eine Rauchgranate drauf. Eine Traktorkanone eben hilft da auch, um zu betäuben. Und mein Mitspieler kann den einfach wegmachen. Relativ easy. Wichtig, wenn jetzt drei Spieler auf der Seite sind, können wir jetzt hier die Brücke aufgebaut halten und die Totems deaktivieren, indem das Parzi, mein Mitspieler, auf der einen Seite dasteht und Cosmic steht in der Mitte oder die tauschen nochmal und ich stehe hier und so können wir die Brücke halten und die Totems dadurch deaktivieren. Die auf der anderen Seite, also die Mitspieler, die jetzt noch am Spawn stehen, die können die Totems und die mittlere Platte, um die Brücke aufzubauen, jetzt verlassen, weil wir halten auf unserer Seite das jetzt. Somit können sie auf der anderen Seite sich voll darauf konzentrieren, gemütlich jetzt mit dem Schwert nach und nach rüber. Das haben wir mittlerweile schon gemacht, jetzt sind alle Spieler hier. Ich wollte hier noch schnell zeigen, dass das Totem eben aktiv geht, wenn man die Brücke aktiviert. Ihr seht das, das Ding wird rot und würde irgendwann explodieren. Gut, alle Spieler sind hier, alle sechs. Jetzt tauchen sehr, sehr viele Feinde auf. Denkt dran, wenn alle Spieler hier stehen, müsst ihr nicht mehr auf dem Totem stehen, ihr müsst auch nicht mehr auf der Brücke stehen, ihr könnt einfach euch frei bewegen, sollte einfach niemand auf die Platte. Es sind hier Barriere-Champions unterwegs, das heißt, ihr müsst Sachen mitnehmen, um Barriere-Champions zu betäuben. Ansonsten einfach Feinde killen, Feinde killen, Feinde killen. Irgendwann tauchen Hexen auf, nach den Hexen tauchen dann Ogre auf und es wäre noch wichtig, dass ihr an der Stelle hier dann, wenn ihr am Kämpfen seid, den Kelch des Lichtes durchwechselt, dass alle wieder den Buff kriegen, denn ihr müsst hier nachher nochmal Schwerter aufnehmen, es tauchen nämlich nochmal Ritter auf. Gut, ihr seht jetzt, hier kommen die Ogre, wenn die Ogre getötet wurden, dann fängt das Finale an von dieser Phase, ich sag's mal so. Ich habe jetzt übrigens noch den Kelch des Lichtes, der wird mir hier jetzt abgenommen, damit ich eben noch den Erleuchtet-Buff kriege. Und jetzt seht ihr, wir können die Schwerter wieder aus den Stellen rausnehmen, wo wir sie reingetan haben, um die letzten Ritter, die hier nochmal versuchen zu verteidigen, zu töten. Hier, ihr seht es gut, ein meiner Mitspieler hat eine Traktorkanone, also die Exo-Traktorkanone, ist eine Powerwaffe und betäubt sie so. Das Ganze funktioniert übrigens auch mit dem Bogen vom Jäger oder mit einer Blendgranate, wenn ihr Arcus spielt, mit einer Rauchgranate vom Jäger, wenn man die wirft. Es gibt mehrere Methoden, um die Feinde hier zu betäuben, damit man die einfacher killen kann, weil sie sich nicht mehr wehren. Gut, habt ihr alle Ritter tot, müsst ihr den Kelch noch in der Mitte abgeben und dann habt ihr die Brückenphase Nummer 2 geschafft. Gut. An dieser Stelle gibt es dann Loot und dann habt ihr nochmal eine versteckte Truhe ein bisschen weiter vorne. Und was noch wichtig zu erwähnen ist, auf dieser Seite hier gibt es ja auch nochmal zwei Statuen, die ihr aktivieren müsst für die Bonus-Truhe. Eine davon ist rechts und die andere ist links. Ich laufe hier schnell durch. Das hier übrigens wäre für den Katalysator von der Necrochasm, von der Exo, von diesem Raid. Dazu folgt auch noch ein Video, wird dann hoffentlich in der Infokarte verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Die eine Statue, die ist hier, hat man gerade gesehen. Ich zeige das Bild nochmal, wie das bei uns eingestellt war. Da seht ihr, okay, die Statue guckt nach rechts, die aktiv ist. Das wäre also auf der anderen Seite diese hier. Und dann hätten wir die zweite aktiviert von den dreien, die wir brauchen. Gut, kommen wir noch zu der versteckten Truhe. Ist nämlich versteckt in einem kleinen Abteil. Ihr lauft also in den Raum hier. Hier habt ihr nochmal einen Kelch des Lichts. Und hier lernt ihr eine zusätzliche Mechanik mit dem Kelch des Lichts, die ihr auch für die nächste Phase dann braucht. Denn, wenn ihr den Kelch des Lichtes habt, könnt ihr Feinde töten. Damit lädt sich übrigens der Kelch des Lichtes schneller auf. Und zudem, wenn ein Mitspieler den jetzt abnimmt und ich den Erleuchtet-Buff kriege, wie immer, kann ich durch diese Wände hier durchlaufen. Dann kann ich den Kreischer töten und wenn der Kreischer tot ist, dann despawnt diese grüne Wand. Ein anderer Mitspieler hat jetzt den Kelch, macht jetzt dasselbe, das heißt, er lädt auf, wartet dann, bis er erleuchtet hat
Dann geht er durch, tötet den Kreischer und dann habt ihr diese kleine Zwischenphase gemeistert. Hier gibt es aber, wie gesagt, noch eine extra Truhe und die kriegt ihr, wenn ihr schnell genug seid. Ihr müsst nämlich in diesen Raum hier, beziehungsweise nicht unbedingt in den Raum hier, aber in dem Raum ist die Truhe. Ihr müsst den Kelch möglichst schnell an einer Stelle abgeben. Ich zeige das hier nochmal schnell. Da unten, das was ich rot markiert habe, da müsst ihr den Kelch reinschmeißen und zwar in der Zeit, die hier links angezeigt wird. Schwindende Gelegenheit. Ihr habt also ein paar Sekunden Zeit, nachdem die letzte Wand verschwunden ist, den Kelch rechtzeitig da reinzuschmeißen. Und wenn ihr das schafft, dann könnt ihr die Truhe looten und ja, die zweite versteckte Truhe damit abstauben. Das wäre eben dieser Kelch da und an dieser Stelle dann hier die Truhe. Damit könnt ihr dann runterspringen und kommt in die Phase 3, die wir uns natürlich jetzt anschauen. In der Phase 3 kämpfen wir gegen die Hexe. Ich zeige zuerst ganz kurz das Gebiet und verschaffe einen Überblick, damit man weiß, was zu tun ist. Wir haben in dem Gebiet links 2 Türme, rechts 2 Türme und oben 3 Räume, wo wir rein können. Und in diesen Gebieten sind jeweils Hexen und Kreischer versteckt. Da müssen wir die Hexen finden, die töten. Wenn die tot sind, kommen wir dann in die Schadensphase. Das Ganze folgt aber einem Schema, sage ich mal. Da gehen wir dann näher drauf ein, wenn wir den ganzen Run anschauen. So, hier oben haben wir die 3 Räume, dann eben einen Turm rechts und einen Turm links mit je 2 Räumen. Sind also 7 Räume insgesamt, wo Kreischer und Hexen drin sein können. Wenn wir hier reingehen, haben wir oben einen Kreischer, auf der anderen Seite dasselbe. Wenn die beiden Kreischer weg sind, dann können wir da in die Mitte und da haben wir den Kelch. Und mit dem Kelch haben wir wieder die übliche Methode, dass wir eben durch diese Barrikade durchkommen, wenn wir dann den Erleuchtet-Buff kriegen. Heißt also, ein Spieler wird als Scout auserkoren und die anderen töten Feinde und lassen den Buff aufladen über den Kelch. Ich habe jetzt hier den Speer mal gespielt, damit ihr das visuell seht. Der kann nämlich hier an den Rand rangehen und sieht, okay, da haben wir eine Hexe drin. Dann sehen wir hier unten auch, okay, da ist auch eine Hexe drin, kein Kreischer. Die Minimap übrigens, oben links, die hilft euch auch noch ein bisschen. Kreischer werden als Fahrzeuge angezeigt. Das heißt, ihr seht auf der Minikarte auch, ob sich jeweils ein Kreischer in dem Gebiet befindet oder eine Hexe. Das ist gerade in der Mitte sehr hilfreich und so könnt ihr die, ja, scouten, sage ich mal. Kleiner Hinweis noch, die rechte Seite, also der rechte Turm oben und unten, ist etwas schwierig, da die Hexen und Kreischer zu sehen. Hier hilft der Bogen Wunschender, weil der kann durch Wände durchsehen und die Feinde so erkennen. Wenn ihr also scoutet, der Bogen würde euch da tatsächlich noch gut helfen. Gut, schauen wir uns aber einen kompletten Run an. Wenn wir hier also reinrennen, einfach mal alle Feinde töten. Am besten die Ritter, die gelben, die sind wichtig. Dann könnt ihr nämlich die Kreischer angreifen. Sprich, 3 Spieler rennen nach links raus und 3 Spieler rennen nach rechts raus und dann nachher in die Räume rein. Einfach fleißig die Feinde töten, die hier spawnen. Sind ein paar Akolyten, ein paar Ritter. Die gelben Ritter sind eben wichtig. Und dann können wir in den Raum rein und da weiter, naja, Feinde töten. Wenn genug Feinde tot sind, dann gehen die Kreischer aktiv. Pro Seite immer eben einer. Auf beiden Seiten müssen die Kreischer weg. Wenn die tot sind, dann geht die Wand auf und wir können den Kelch nehmen. So, Kreischer offen, Kreischer killen und dann seht ihr, okay, die grüne Wand, die verschwindet, wenn das andere Team den auch noch weg hat. Hier lohnt es sich übrigens, eine Reihenfolge festzulegen, das heißt, ein Spieler nimmt als erstes den Kelch auf, dann nimmt ein anderer den ab und dann macht ihr das, ja, Schritt für Schritt, dass jeder das nach und nach kriegt. Und der Spieler, der eben als Scout unterwegs ist, als Speer unterwegs ist, der sagt, ja, Turm links oben, Turm rechts unten und zum Beispiel Mitte, Mitte oder Mitte rechts. Da müsst ihr das dann entweder nummerieren, also die Räume nummerieren oder eben mit Turm und Mitte deklarieren. Das ist euch selber überlassen. Und der erste Spieler, der dann zum Beispiel jetzt den Erleuchtet-Buff kriegt, also ich habe den durch den Kelch ja gekriegt, mein Mitspieler hat jetzt den Kelch abgenommen. Ich sage, okay, ich nehme Turm links unten und der zweite Spieler sagt dann, okay, ich nehme, keine Ahnung, rechte Seite oben, je nachdem, wo halt eben eine Hexe drin ist. Wichtig hier ist durchaus, dass ihr recht schnell seid. Wenn ihr nämlich zu lange braucht, dann fängt die Hexe an zu singen und, ja, wird euch dann irgendwann killen. Also ihr kommt dann nicht richtig in die Schadensphase.
Was ihr aber machen könnt, um die Schadensphase von der Zeit her zu optimieren, ist, dass ihr schon in die Räume geht, die Hexen anschwächt. Wir haben jetzt für die ersten Schadensphasen oder für die erste Schadensphase haben wir 3 Hexen, die wir töten müssen. Nun, wenn die dann angeschwächt ist, kann ich sie ja finishen und ich warte dann auf den dritten Spieler, bis er sagt, okay, ihr könnt die Hexe jetzt töten, dann töten wir alle gleichzeitig die Hexe. Es ist nämlich so, dass wenn eine Hexe stirbt, dann fängt der Timer für die Schadensphase schon an und wenn ihr das aber absprecht, dass es gleichzeitig ist, dann seht ihr hier, dunkle Liturgie fängt bei 75 Sekunden an und zwar gleichzeitig, weil wir alle etwa gleichzeitig die Hexen gekillt haben. So, dann kommen wir hier in die Schadensphase. In der Mitte lohnt sich das Ganze zu machen mit der Göttlichkeit und den dementsprechenden Supern, das heißt Warlock, Rift und so weiter und so fort. Schadenssuper, da können wir viel rausholen. Wir haben es hier mit der Donnerlord gemacht. Es gibt mehrere Methoden, wie wir da Schaden machen können. Die Donnerlord war tatsächlich sogar so effektiv, dass wir die direkt gekillt haben. Wenn wir sie nicht sofort killen würden, dann würden wir einfach in die nächste Schadensphase kommen. Das heißt, sie würde wieder den Schild kriegen, wir müssten uns wieder verteilen und müssten den Buff wieder weitergeben. Einer müsste wieder scouten gehen, wo die Hexen sind. Nur bei der zweiten Phase, wo wir das machen, also beim zweiten Mal, wo wir da in die Schadensphase wollen, wären es dann 4 Hexen und beim dritten Mal dann 5 und danach müsstet ihr sie gekillt haben oder sie würde euch killen. Hier unten übrigens wäre noch die Stelle, wo man den Kelch abgeben kann. Das heißt, wenn ihr den Kelch nicht während der Schadensphase noch durchwechseln wollt, sondern ein bisschen Ruhe haben wollt, dann könnte man den Kelch da unten abgeben. Gut, schadenstechnisch, man hat es gesehen, die Donnerlord funktioniert wunderbar, mit Katalysator sehr, sehr stark, braucht natürlich eine Göttlichkeit noch dabei. Dann Leviathan Hauch funktioniert tatsächlich auch sehr gut und diverse Linear-Fusionsgewehre, falls man die 2 Exos nicht hätte, würde ebenfalls sehr gut funktionieren. Da braucht ihr halt vielleicht mehrere Phasen als eine, aber das sind so die Waffen, die würde ich empfehlen. Gut, und bevor wir dann gleich zu Crota kommen, zum letzten Boss, noch die Statuen. Die Statuen Nummer 3 oder das Statuenpärchen Nummer 3 ist nämlich hier oben. Da müsst ihr euch auch gemerkt haben, welche es sind. Bei unserem Beispiel wäre es jetzt eben die Statue rechts, beziehungsweise die, die dann nach links guckt. Das wäre eben die hier. Die dann aktivieren und am Ende, wenn ihr Crota besiegt habt, gibt es dann eine Bonustruhe. Nun denn, kommen wir zur Phase 4 bzw. zu Crota, zum Endboss, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige zuerst das Gebiet. An dieser Stelle hier ist der Kelch, den wir dann aufnehmen können. Dann haben wir links oben 2 Ritter, die spawnen. Die müssen sterben. Das gleiche haben wir auf der rechten Seite auch nochmal. Die müssen auch sterben. Wenn die 4 Ritter tot sind, dann spawnen hier unten Oger. Die müssen ebenfalls sterben, sind 2 Stück. Und da in der Mitte ein Schwertritter, so ein roter, den wir aus der Phase 2 kennen, wo wir dann das Schwert aufnehmen können mit dem Erleuchtet-Buff. Den Kelch, wenn wir den gerade nicht brauchen, können ihn übrigens hier unten abgeben, wie auch schon in der Phase 3. Und vom Ablauf her ist es klar, wir können hier mit dem Kelch des Lichts das Ganze wieder machen. Einen Unterschied gibt es, man hat es gerade gesehen, man muss in so einer Lichtpfütze stehen. Das ist hier ein bisschen anders als in den anderen Phasen, dass wir einfach noch in dieser Lichtpfütze drinstehen müssen. Dann können wir mit dem Buff das Schwert nehmen und mit dem Schwert können wir den Schild von Crota runterprügeln. Ich empfehle übrigens, dass man da mit 3 Schwertern arbeitet, das ist weniger fehleranfällig. Ein Spieler sollte noch einen Erleuchtet-Buff behalten, der muss nämlich auf die Überseele schießen. Das ist dieses große leuchtende Ding rechts oben. Links sieht man noch, man hat den Timer Überseele und wenn er kurz vor Schluss ist, empfiehlt es sich, die kaputt zu machen, weil ansonsten würde die Überseele uns nämlich killen. Gut, das war alles relativ viel Theorie, aber jetzt weiß man, wie es funktioniert. Ich zeige Ihnen noch einen Durchlauf, wie wir das gemacht haben und gehe noch ein bisschen näher auf den Schaden ein, wie man den machen kann. Gut, man kann hier in die Mitte stehen beim Kristall, alle Spieler müssen da nah dran stehen, dann fängt es an. Ich empfehle, dass 2 Spieler nach links gehen, 2 Spieler nach rechts und 2 gehen in die Mitte. Ist nämlich so, dass wenn 2 Spieler in die Mitte gehen, kann man den Kelch relativ schnell holen. Die Spieler rechts und links können die Feinde noch töten in den Räumen. Und danach empfiehlt es sich, dass man das aufteilt. 3 Spieler kümmern sich um den linken Bereich mit dem Turm und 3 Spieler um den rechten Bereich mit dem Turm. Ihr seht hier auch schon, mein Mitspieler Parzi hat den Buff und damit ich ihm den abnehmen kann, muss ich zu diesem Licht mit ihm und nur dann können wir tauschen. Die Ritter sind schon tot, die Oger spawnen und der Schwertträger, der rote Ritter spawnt, der ist jetzt auch
ja, erledigt mein Mitspieler, der den Buff schon hat, nimmt das auf, das wäre Parzi, und dann haben wir eins von drei Schwertern, die wir brauchen. Ich tausche meinen Buff natürlich eins weiter, kriege jetzt gleich den Erleuchtet-Buff und kann dann auch ein Schwert aufnehmen. So funktioniert es eigentlich vom Ablauf her, ist nicht wahnsinnig schwierig. Man muss ein bisschen koordinieren, wer wo was tötet, eben drei Spieler rechts, drei Spieler links, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich empfehle übrigens aus dem Grund, mit drei Schwertern zu arbeiten, weil es ist die sichere Methode, den Schild von Crota wegzumachen. Es würde auch mit zwei gehen ohne Traktorkanone, aber drei ist meines Erachtens nach der Way to go. Gut, wir lassen das durchlaufen, bis drei Spieler ein Schwert haben und zwei Spieler erleuchtet sind. Und wenn wir das haben, dann kann der letzte Spieler, der sechste Spieler, dann den Kelch abgeben an der Stelle hinten. Damit müsst ihr euch nicht mit dem Kelch auseinandersetzen während der Schadensphase. Ist ganz angenehm. Wir haben das so gemacht, dass wir immer in diesem Turm sind, haben beide Ritter hier oben getötet. Ist dann ganz angenehm, von hier Schaden zu machen oder mit dem Schwert gemeinsam runterzuspringen. In dem Beispiel hier machen wir das jetzt nicht gemeinsam, aber normalerweise könnte man als Gruppe springen. Dann mit dem Schwert einen schweren Schlag, die super machen, wieder einen schweren Schlag. Das machen alle drei Spieler und dann dürfte der Schild ohne Probleme weggehen. Es gibt mehrere Methoden, wie man Schaden machen kann, entweder mit Schwert oder eine Schrotflinte im Nahkampf. Es gibt auch Methoden, wie man ein bisschen weiter wegstehen kann. Ich zeige nachher ein paar Methoden, die funktionieren. So, dann auf die Überseele achten. Einer der Spieler, der noch Erleuchten hat, kann auf die Überseele schießen, damit das wieder abgebrochen wird. Und dann seht ihr, okay, Schaden ist da. Wir haben die Überseele abgebrochen mit dem Erleuchtet-Buff, also einer der beiden Spieler, der den Buff hat. Man kann übrigens den anderen Buff dann direkt auf Crota draufschmeißen, um noch Zusatzschaden zu machen. Funktioniert auch. Das heißt, ein erleuchteter Spieler kann nah ran und das einfach aktivieren, gibt auch nicht schlecht Schaden. Aber das wäre im Grunde genommen der Ablauf und von jetzt an würden wir das gleiche wiederholen, um ihn dann irgendwann zu killen. Gut, mit dem Schwert ist jetzt natürlich eine Methode, dafür braucht ein Spieler eine Traktorkanone und die anderen gehen am besten mit einem Schwert, fallende Guillotine mit den richtigen Perks funktioniert hier oder eben die Klage als Exoschwert, das ist eine Strategie, die funktioniert. Wenn ihr es im Nahkampf regeln wollt, funktioniert übrigens auch Legende von Acherius mit dem Katalysator und immer schön im Nahkampf. Wenn ihr sagt, okay, das ist mir ein bisschen zu stressig im Nahkampf, da brauchen wir auch viel zu viele Wells. Göttlichkeit in Kombination mit einer Donnerlord funktioniert auch ganz stabil. Ich bin auch davon überzeugt, dass auch die ein oder anderen Linearfusionsgewehre ganz gut funktionieren. Wenn ihr euch für Distanz entscheidet, braucht ihr halt einfach mehrere Phasen. Ich würde etwa sagen drei Phasen, zwei, drei Phasen werdet ihr wahrscheinlich brauchen. Aber auch das funktioniert. Ich zeige das hier mal schnell mit der Donnerlord. Wir haben das extra getestet, damit wir wissen, okay, das ist eine Alternative, die auch funktioniert. Das gleiche Spiel wieder, ne, alle Schwerter geholt und so weiter und so fort. Dann müssen die drei Spieler da ran. Wir versammeln uns im Turm und gleichzeitig gehen die Spieler dann hin, um seinen Schild zu brechen. Hier oben dann mit der Donnerlord gemütlich stehen. Ich zeige übrigens auch hier gleich noch, wie das mit dem Erleuchtet funktioniert und der Überseele, weil es ist auch wichtig, dass man das richtig macht. Deswegen zeige ich es hier gleich nochmal. Und dann heißt es, ein Spieler schießt mit der Göttlichkeit drauf und die anderen ballern voller Kanne mit der Donnerlord drauf. Ich sehe, das ist nicht ganz so effizient wie mit den Schwertern oder auch nicht ganz so effizient wie mit der Schrotflinte, also mit Acherius, aber es macht den Schaden, den es braucht. Wenn ihr also die Exos nicht habt und sagt, wir entscheiden uns für Distanz, das hier funktioniert auch. Vergesst die Überseele übrigens nicht. Und ihr seht, okay, geht gegen die Hälfte, damit kann man arbeiten. Ja, im Grunde genommen ist das der Ablauf, das heißt, das wiederholt ihr mehrfach, bis zu dreimal habt ihr eine Chance, das zu versuchen, danach würde er euch killen, ihr müsst also in drei Schadensphasen den bösen Buben wegmachen. Was noch wichtig zu erwähnen ist, im letzten Teil seiner Lebenspunkte, also wenn er in den Wutmodus geht, nenne ich jetzt mal, dann lässt er die Überseele einmal noch verschwinden, könnt euch auf die Überseele auf dem Timer mal achten, ihr seht, okay, jetzt kriegt er nochmal Schild, wird nochmal wütend, schlägt auf den Boden, da müsst ihr ein bisschen weggehen und dann kann man nochmal in den Nahkampf gehen. Weil der Schild verschwindet so oder so nach einer bestimmten Zeit. Die Überseele spawnt dadurch nochmal, ihr habt also nochmal 20 Sekunden Zeit, um ihm dann den Schaden zuzufügen, den ihr bräuchtet, um ihn zu killen. Was ihr in dieser Phase aber noch machen könnt, wenn ein Spieler noch erleuchtet hat, kann er die Überseele einmal noch abbrechen, die würde dann wiederkommen und dann habt ihr, ja, entweder ihn gekillt oder er würde euch killen.
Aber normalerweise dürfte das, wenn ihr das mit dem Schaden ein bisschen optimiert, absolut reichen, um ihn schlussendlich zu besiegen. Wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr den Raid abgeschlossen, kriegt die Bonustruhe von den Statuen, wenn ihr das aktiviert habt, und ihr könnt hier bei dem Schwert dann einmal pro Woche eine rot umrandete Waffe kaufen. Die Bonustruhe übrigens gibt auch einmal pro Woche eine rot umrandete Waffe, lohnt sich also, das zu machen, sowie auch die Waffe hier zu kaufen. Zudem kriegt ihr hier dann auch noch eine exotische Quest für die Exo-Waffe Necrochasm, das ist die Waffe aus diesem Raid, die Exo-Waffe. Dazu gibt es auch schon ein Review, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal reinschauen, ist in der Infokarte verlinkt. Gut, im Grunde genommen ist das der ganze Raid. Wenn ihr gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da, beziehungsweise wenn der Guide gefallen hat, schreibt auch gerne ein bisschen Feedback in die Kommentare rein, war ein aufwendiges Video, da freue ich mich immer sehr über Feedback. Und am Ende bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Erfolg in dem Raid. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.